schauen wir uns hier mal um. Hey, ihr Killer, willkommen zurück zu The Last of Us 2. Wir sind immer noch auf Hillcrest unterwegs und hier sind überall diese Arschgeigen, die uns töten wollen. Einen Eindringling. Wegen der Scheißschule und dem TV-Sender. Ich dachte, das waren Scars. Diese Eindringlinge arbeiten vielleicht mit ihnen zusammen. Nicht nachlässig werden. Was, er? Ist das Tommy? Sie haben ihn. Sollen wir mithelfen? Skyler? Gut. Skyler, mal hier nicht so rum. Was ist? Oh nein. Du bist erledigt! Böser Hund. Oh Mann. Ja, ausweichen ist hier das Wichtigste bei Hunden. Krieg ich bitte meine Pfeile zurück? Nee, natürlich nicht. Das ist mein einen Pfeil. Ich will noch einen Schalli machen hier. Schalli, wichtig. Seid ihr Schweine? Wow. Tommy! Da drüben irgendwo, ha? Huh? Oh, Zettel. Stoff, nicht Zettel. Ich muss zu Tommy. Komm ich hier wieder hoch? Wahrscheinlich nicht, ja. Sorry, Hündchen. Habe ich damit auch mal ein bisschen geschossen hier. Dass ich endlich mal wieder Munition aufnehmen kann. Na toll, warte. Ah, du Blöde. Eh zu viel von allem. Oh. Es gibt noch mehr. Oh, ganz viel Zeug. Schweine, ne? Diese Schweine. Das sind so viele hier auf einmal. Warum ist Hillcrest so krass? Ja, wahrscheinlich, weil es die ganze Zeit recht ruhig war. Und jetzt wird es wieder heftig. Pausenlos. Mal gucken. Oh, ein Riegel. Ja. Gönn dir, Ellie. Ich könnte so zwischendurch nichts essen. Ich wäre viel zu nervös, glaube ich. Schrei nicht so. Böser Hund. Wie am Zaun. Oh! Au. Penner. Oh, was? Schweine. Oh, scheiße. Oh, stirb. Oh.
Stirb, stirb, stirb. Oh, voll das Gesicht weggeballert. Kommen die mir jetzt nach? Haha, der hat mich voll die Beine weg. Alter Schwede, die Bomben. Alter Schwede. Ah, ne, ist zu früh. Pfeile? Ja, komm. Pfeile sind wichtig. Oh Mann, das ist so spannend hier die ganze Zeit. Sieht immer so fies aus. Okay. Das nehme ich doch gerne. Qualm ist auch weg mittlerweile. Oh, das Blut, wie es einfach mal die Treppen runter spratzt. Um sie? Wir haben sie umzingelt. Sind das mehrere? Tommy und noch wer? Oh. Das ist nicht Tommy. Ich weiß, wer es ist. Was zur Hölle machst du hier? Ja! Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? Jesse? Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Latein! Sie ist da lang! Scheiße, das sind echt viele. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Meine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen. Bereit? Ja. Hey, bitte sei vorsichtig. Okay, wonach suchen wir überhaupt? Eindringling. Ich hab den Linken. Der Scheiß wieder. Wir brauchen mehr Leute bei den Mauern. Bin ganz bei dir, Mann. Vielleicht in dem Haus? Ja. In diesem Haus! Oh. Verflucht nochmal! Lasst euch da einfach mal in den Kopf schießen. Oh, was? Sie trifft auf die Entfernung? Ach, toll, da oben ist alles zu. Ich dachte eben, ich gehe mal auf eine höhere Position.
glaube, sie ist tot. Hab die Schlüssel. Weg hier. Steig ein. Ihr seid alle geisteskrank, Mann. Da lebt noch einer. Oh, jetzt nicht mehr. Verpiss dich. Danke, Jesse. Was mit der Tür? Alter! Alter! Oh mein Gott! Scheiß. Alles okay? Bin mir nie besser. Okay. Ich glaube, wir sind sicher. Hier, komm. Danke. Hier lang. Okay. Dina! Wir sollten reingehen. Ja, okay, komm. Langsam. Bist du an Maria vorbei? Hab mich rausgeschlichen. Ich lass meine Freunde nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Komm, setz dich doch. Ne? Nein, nein, nein. Das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Ach ja. Du alter Angeber. Kann ich dir etwas schenken und alles ist vergessen? Ich weiß, du will eine Entschuldigung. Alles. Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut.
Okay. Also, oh, toll, die Rückblenden immer. Diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Was soll man denn hier? Auf Stein liegend, nachts auf einer Felszunge, verfolgst du die Sternenbilder. Na, das ist halt durchgestrichen. Vielleicht ist es wirklich ein Songtext, wie er mal schrieb. Ich verfolge die Tinte auf deiner Haut. Sie verdeckt die Narben, die Wunden, verschönert das Dunkle, wie Sterne. Hier draußen riecht es nach nassem Laub und Feuerholz. Ich liebe übrigens diese Rückblenden, die sind echt klasse. Jetzt auch noch mit Tommy, voll gut. Renn doch nicht vor jetzt. Ich wollte nur aufschließen. Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Ach komm. Wow. Alter, Tommy. Willst du es probieren? Easy. Bist du sicher? Bin heute großzügig. Auf die Entfernung. Im Stehen. Okay. Siehst du das Schild da? Das Rote? Versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Das rote Schild. Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Ich merk's gerade. Sehr gut. Geräusche locken sie an. Wir sind auf Patrouille. Lass sie uns erledigen. Na bitte, noch zwei. Erwischt. Ich mache das. Das waren alle. Hab ich's drauf? Wenn du schießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Wo ist mein Gewehr? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Wasser eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Ja, totes Tier. Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. So, ich habe das nochmal kurz gestartet, weil ich wollte ihn nicht unterbrechen. Haha, Double Kill. Na bitte, ich zähl noch drei. Erwischt. Ich mag das Teil. Ich sehe noch zwei. Beim Wagen, ja? Ach, Mist. Shit. Denk dran, den Fall der Kugel auf. Lass dir Zeit. Wo siehst du da noch einen, Tommy? Ich bin beeindruckt. Danke. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Wie er einfach mein Gewehr geklaut hat, übrigens. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Du hast Talent. Noch ein paar mehr. Was dachtest du denn? Wunderbar. Ein noch. Wow. Du
lernst echt schnell. Ja. Da sind noch ein paar. Gut gemacht. Bam, Junge. Warte, bis ich Joel davon erzähle. Ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Her damit. Och, Mann. Hey, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Ich hätte es erwartet von dir, dass sie macht so... Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Ganz ruhig, Freunde. Ich kann mal kurz hier schauen, ein bisschen. Oh nein, Schimmer lebt da ja noch, das arme Pferdchen. Sie haben Schimmer getötet, das verzeihe ich ihnen nie. Diese dumme WLA. So, aber hier scheint nichts zu sein. Ich habe gedacht, vielleicht eine Karte oder so. Eine Spielkarte. Ist schön hier. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Er wartet. Lass kein Alkohol hinter diesem Punkt. Oh, Gästebuch? Oder was ist das? Was haben wir denn hier? 26. Dezember. Ich bin freiwillig für diese Patrouille. Hier gibt's die gemütlichste Couch aller Posten. Ich setz mich ans Feuer, leg die Füße hoch. Magie. Ja, das ist das Patrouillenbuch natürlich. 26. Dezember, Astrid Bonnie. Unsere Route war frei und wir erwähnen auch nicht den unglaublichen Sonnenuntergang, weil das in diesem wichtigen Text völlig unangemessen wäre. Bonnie. 3. Januar, Jesse und Mike. Alles okay. Vielleicht sollte ich auch anfangen, hier Blödsinn hinzuschreiben, weil das Protokoll niemanden interessiert. Mike. 14. Februar, Joel und Tommy. Alles okay, ich glaube, wir haben Mike verärgert. Vielleicht sollten wir aufhören. Joel. 6. März, Jesse und Eugene. Alles okay, hat seine Mom letzte Nacht auch zu mir gesagt, hab trotzdem weitergemacht, Eugene. 2. April, Greg und Bonnie. Alles okay, Eugene, du bist der Hammer, Greg. Jesse und Mike am 23. April, alles okay. 13. Mai, Eugene und Mike, alles okay. Mike ist ein großartiger Mensch, er bedroht mich nicht mit der Waffe, damit ich das schreibe, Eugene. 21. Mai, Joel und Tommy. 5 Runner auf der, an der Anhöhe. Erledigt. Joel. 18. Juni, Astrid und Bonnie. Ein Klicker unten am Fluss. Erledigt. Astrid. 13. Juli, Joel und Tommy. Ein paar Runner beim Zaun. Tommy. 12. August, Joel und Tommy. Alles okay. Falls sich jemand fragt, mein Bruder kaut immer noch mit offenem Mund. Tommy. 22. September, Joel und Tommy. Alles okay. Inzwischen kann ich Farmer in the Dell auf der Gitarre spielen. Wenn ich mir das schon anhören muss, kann ich ja auch mitmachen, Joel. Ach, schön.
Schön, schön. Weißt du, die hier, die sind wenigstens... Ich weiß nicht, also die Leute aus Jackson, die sind alle so recht entspannt und nicht so arschgeigen wie die anderen, hey, wie die WLF. Hey, was hat der Savage Starlight hier? Ich glaube, der gehört Joel. Hm. Ach komm, Joel? Savage Starlight, Accretion. Buch 6, Accretion. Daniela und Captain Ryan wurden in die Arena geworfen, wo sie unter den hungrigen Augen der Reisenden um ihr Leben kämpfen müssen. Wird sie ihre Gefühle für die Captain beiseite schieben, um für ihr eigenes Überleben zu kämpfen? Oh Mann. Kitsch. Kitsch-Comic. Aber ich meine, Ellie hat ja mal voll drauf gestanden. Ist es jetzt schon vorbei bei ihr? Das hat sie ja Joel so ein bisschen näher gebracht mit den Comics, oder? Das fand er ja früher ziemlich doof. Ist der Posten plötzlich interessant? Ich will nur sicher gehen, dass ich alles habe. Aha, machen wir nächstes Mal weiter, Leute. Danke fürs Zusehen. Wäre super cool von euch, wenn ihr mir ein Like auf die Folge gebt und wieder einschaltet zu The Last of Us 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao.